In Finnland hat der wahrscheinlich größte Streik in der Geschichte des Landes begonnen. Die großen finnischen Gewerkschaften protestieren gegen Reformen des Arbeitsrechts, die die finnische Regierung vorgeschlagen hatte, um das Land wettbewerbsfähig zu halten. Die Änderungen sehen erhebliche Kürzungen der Sozialleistungen und eine Neufassung der Vorschriften für Tarifverhandlungen vor. Ja se, että suomalainen pärjää siellä maailmanmarkkinoilla, suomalainen työ, niin se tarkoittaa siitä, että siinä kilpailussa suomalainen työnantaja, työntekijä, Suomen valtio on samalla puolella. In Helsinki nahmen nach Angaben der Polizei mehrere 10.000 Menschen an den Protesten teil. Das Leben in Finnland kommt damit fast zum Erliegen. Bildungs- und Verkehrseinrichtungen sowie Lebensmittelgeschäfte sind geschlossen, die Flughäfen sind dicht. Dabei fällt der Streik mitten in den zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen des Landes am 11. Februar.